spricht Agent 16 Jörn Wirbel. Ich befinde mich noch in Pellmanns Hauptquartier. Wo genau kann ich nicht sagen. Ich wurde zeitweise verfolgt und musste mich erstmal rar machen. Im Moment sitze ich in einer Art Büro, irgendwo im Keller. Weiß aber nicht, wo es hier rausgeht. Ganz raus, meine ich. Geben Sie Nummer 1 Bescheid, dass der Koffer schon Freiluft schnuppert. Er müsste in Wälder ankommen, falls unser Spezialist nicht unterwegs weggehascht wird. Melde mich wieder, sobald ich draußen bin. Ende. Glauben Sie ernsthaft, Sie kriegen aus mir noch was raus? Sie wissen bereits, wer Ihren Koffer geklaut hat. Wo er jetzt steckt? Keine Ahnung. Suchen Sie ihn doch. Sie nichts mehr raus. Dedektei Flenzer. Ein Hörspiel von Fabian Happig. Flenzer, Sie haben es einfach nicht. Es ist nicht so, dass Sie Scheiße bauen. Aber Sie sind der Kriminalpolizei einfach ein Klotz am Bein. Ihre Kollegen, die arbeiten viel schneller, haben Ideen, riskieren auch mal was. Sie befragen nur sinnlos irgendwelche Leute und kommen doch nie an Informationen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie es als Privatdetektiv mal zu etwas bringen werden. Aber solange ich Sie hier in meinem Dezernat nicht mehr sehen muss, soll mir das recht sein. Guten Tag. Soweit der Kriminalhauptkommissar Norbert Polentius. Mein Ex-Chef. Was weiß der schon? Es war vor etwa 2 Jahren, als ich dem gehobenen Dienst für immer den Rücken zukehrte. Ich war es einfach leid, den kleinen Fischen hinterher zu jagen. Die großen wurden mir ja nie zugeteilt. Ich hatte jede Gelegenheit genutzt, die Karriereleiter nach oben zu klettern. Doch letztendlich watete ich durch den Morast des Aktendschungels, aus dem es auf weite Sicht kein Entkommen gab. Ich brauchte einen Neuanfang. Eine Stimme in mir sagte, steig aus und mach was aus deinem Leben. Das tat ich dann. Ich kratzte mein Erspartes zusammen und mietete mich in ein leerstehendes Geschäft in der Innenstadt ein, um meine eigene Detektei zu gründen. Sind Sie der Privatdetektiv? Der bin ich. Was kann ich für Sie tun? Darf ich? Sicher, setzen Sie sich. Nach 3 Monaten hielt ich es für eine gute Idee, mir eine Sitzmöglichkeit für Klienten anzuschaffen. Richtige Entscheidung, wie sich im Fall der rothaarigen Schönheit im nachtblauen Schlauchkleid herausstellte. Was zu trinken? Was haben Sie denn? Wasser. Gern. Danke. Dann schießen Sie mal los. Wo brennt's denn?
Mein Mann ist verschwunden. Seit wann? Am Sonntag habe ich ihn zuletzt gesehen. Heute ist Mittwoch. Sie sind gut. Waren Sie schon bei der Polizei? Nein. Ich vertraue in diesem Fall lieber auf eine persönliche und diskrete Herangehensweise eines echten Profis. Nun, nicht, dass es bei der hiesigen Kriminalpolizei keine Profis gäbe, aber ich verstehe, was Sie meinen. Erzählen Sie mir von Ihrem Mann. Oder vielleicht erzählen Sie mir erst einmal von sich. Wir haben uns ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Sonja Mannstetten. Arno Flenzer. Diese Frau hatte einen Nerv bei mir getroffen. Persönliche Herangehensweise. Die schnöde Frage-Antwort-Masche war nun nicht mehr angesagt. Wir plauderten eine Weile. Es waren so etwa 1 bis 2 Stunden. Als das Eis zwischen uns gebrochen war, kamen wir allmählich auf ihren Mann zu sprechen. Das ist Heiner. Mhm. Das Foto entstand während unserer Flitterwochen in Florenz. Hm. 4. August 63? Behalten Sie es ruhig für Ihre Untersuchung. Ein anderes Bild haben Sie nicht? Nein. Heiner hasst es, wenn man ihn fotografiert. Und wie sieht es aus mit einem Bild von Ihnen beiden? So eins hätte ich auch gern. Wie darf ich das verstehen? Wie gesagt, Heiner hasst Fotos von und mit sich. Hat wohl Minderwertigkeitskomplexe. Angeblich? Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Wie darf ich denn das jetzt schon wieder verstehen? Ich glaube nicht, dass er Minderwertigkeitskomplexe hat. Ich meine, schauen Sie ihn sich an. Und er hat sich bis heute nicht wesentlich verändert. Wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen, ich vermute fast, dass mein Mann ein Doppelleben führt. Und an was denken Sie da so? Jetzt kommen Sie ins Spiel. Es war nicht mein erster verschwundener Ehemann. Als Fall gesehen natürlich. Trotzdem ahnte ich, dass ich diesmal eine besonders harte Nuss zu knacken hatte. Den Aussagen meiner Klientin zufolge gab es weder Anzeichen für eine Entführung noch für ein freiwilliges Verschwinden. Ihre Theorie mit dem Doppelleben machte mich daher etwas stutzig. Am nächsten Morgen klapperte ich ein paar Standardstationen ab. Das Übliche halt. Ich fange immer ganz gerne mit dem Arbeitsplatz an. Was wollen Sie denn hier? Heiner Mannstetten, kennen Sie den? Hier ist Zutritt verboten. Ich bin Privatdetektiv. Hm. Und ich bin Steinbock und jetzt verpiss dich. Können Sie mir sagen, wo ich den Chef finde? Hör zu, du Knill. Die Polenta hat den Fall schon abgeschlossen. Es war ein Defekt an der Maschine. Die Jungs von der Wartung haben Scheiße gebaut, nicht wir. Also ist er im Krankenhaus? Ja, natürlich ist Karl im Krankenhaus. Ihm fehlt ein Arm. Was denn für ein Karl? Ich suche Heiner Mannstetten. Die Treppe hoch und dann scharf links, wo es streng riecht. Da sitzt die Tipse vom Chef. Der kann sie meinetwegen gerne die Taschen voll haben. Ich suche Heiner Mannstetten. Können Sie mir da helfen? Herr Mannstetten hat Urlaub. Urlaub? Wie lange denn schon? Ach, seit letzter Woche Montag. Nächste Woche ist er wieder da. Tja, prima. Das ist genau das, was ich wissen wollte. Ach, und sagen Sie bitte, können Sie mir auch sagen, wo Herr Mannstetten Urlaub macht? Das kann ich Ihnen selbstverständlich nicht sagen. Kann es mir vielleicht ein Kollege sagen? Jemand, der mit Ihnen viel Kontakt hatte zum Beispiel? Karl könnte das wissen. Der Karl, der sich den Arm abgehackt hat? Ja, tragische Sache. Aber er hat sich den Arm nicht selber abgehackt.
Die Maschine war mangelhaft. Ja, ich weiß. Die Jungs von der Wartung haben es verbockt, nicht wahr? Mein nächster Halt war das Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin fiel mir ein, dass ich gar nicht nach dem Nachnamen des verunglückten Karls gefragt hatte. Andererseits dachte ich mir, würde es schon nicht so schwer werden, ihn zu finden. Sind Sie Karl? Woher wissen Sie das? Sie haben nur einen Arm. Na, vielen Dank auch. Spielen Sie doch Kreuzworträtsel. Einarmiger mit 4 Buchstaben. Karl. Entschuldigung, das tut mir natürlich sehr leid für Sie. Was wollen Sie überhaupt? Man sagte mir, Sie wüssten vielleicht etwas über Heiner Mannstetten. Kommt drauf an. Was wissen Sie denn über Heiner Mannstetten? Leider nicht sehr viel. Er sollte seit 2 Wochen Urlaub haben. Nur weiß seine Frau nichts davon. Seine Frau? Ja, seine Frau. Warum überrascht Sie das? Er hat mir nie von seiner Frau erzählt. Interessant. Erwähnte er vielleicht mal eine Liaison? Eine was? Na, eine Affäre, eine kleine Schickerei, Sie wissen schon. Also davon weiß ich wirklich nichts. Wie kommen Sie denn überhaupt darauf? Naja, es ist doch seltsam, dass sich ein verheirateter Mann mitten im September 2 Wochen Urlaub nimmt, ohne seiner Frau was davon zu sagen, finden Sie nicht? Stimmt, das ist seltsam. Und Sie wissen doch nicht einmal, dass er verheiratet ist. Da fällt mir ein, Sie haben mir immer noch nicht erzählt, was Sie überhaupt über ihn wissen. Wir arbeiten zusammen in der Maschinenhalle und er hat seit 2 Wochen Urlaub. Das ist alles? Er redet nun mal nicht viel über sein Privatleben. Dann wissen Sie auch nicht viel mehr als ich. Sieht so aus. Hat er sich in letzter Zeit irgendwie merkwürdig verhalten? Nein. Und Sie wissen auch nicht, wer mir sagen könnte, wo er steckt? Keine Ahnung. Na gut. Ich danke Ihnen trotzdem für das Gespräch. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei, falls mir was einfällt. Ach, und gute Besserung natürlich. Ne? Danke. Hey, warten Sie mal. Ja? Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, aber ich glaube, Ihnen kann man trauen. Für den Fall, dass Sie einer finden sollten. Er kann mein Fahrrad benutzen. Das Zahlenschloss hat die Kombination 7935. Aha, gut zu wissen. Aus Höflichkeit notierte ich mir diese Zahlenkombination, obwohl ich es für den Moment als überflüssig ansah. Anschließend fuhr ich zurück zur Detektei. Da ich vorerst nicht weiterkam, hielt ich es für eine gute Idee, meine Klientin auf den neuesten Stand zu bringen. Hallo Sonja, hier ist Arno, Ihr Privatdetektiv. Ich wollte Sie gern heute Abend treffen, damit wir nochmal die Lage besprechen können. 19 Uhr klingt gut. Bei Ihnen? Nein, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ja gut. Dann sehen wir uns 19 Uhr. Bis nachher. Wissen Sie, es ist schon verrückt, hier zu sitzen und Wein zu trinken, obwohl ich eigentlich noch im Dienst bin. Und wann endet Ihr Dienst? Gute Frage. Bei der Polizei war das einfacher zu unterscheiden. Ich kann den Wein auch wieder wegstellen. Ach, das muss doch nicht sein, wenn er schon mal da steht. Also, worüber wollen Sie mit mir sprechen? Ich war heute auf der Arbeit Ihres Mannes. Dort sagte mir die Sekretärin, dass Heiner Urlaub genommen hat, und zwar schon seit letzten Montag. Ich weiß. So, das wissen Sie.
Ach, das tut mir leid, das hätte ich Ihnen natürlich sagen müssen. Jetzt haben Sie sich wohl umsonst die Mühe gemacht. Nein, nein, nicht ganz. Die Sekretärin erzählte mir außerdem, dass ihr Mann oft mit einem gewissen Karl zusammengearbeitet hat. Karl? Ja, verdammt. Ich habe wieder nicht nach seinem Nachnamen gefragt. Und haben Sie mit diesem Karl gesprochen? Ja, ja, im Krankenhaus. Er hatte einen Unfall mit der Maschine. Jetzt fehlt ihm der Arm. Der Arme. Jedenfalls erzählte ich ihm, dass Heiner verschwunden ist und dass Sie, seine Frau, ihn schon seit ein paar Tagen vermissen. Da sagte er zu mir, er, also Heiner, hat mir nie von seiner Frau erzählt. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Was hat er sonst noch gesagt? Mehr weiß er leider auch nicht. Das kann nicht sein. Irgendetwas muss er wissen. Warum sind Sie sich da so sicher? Weil ich weiß, dass Heiner und er viel Zeit miteinander verbringen. Also ehrlich, das hätten Sie mir auch früher sagen können. Ich wusste nicht, wie er heißt. Heiner hat immer nur einen Kollegen erwähnt. Halb so wild. Dann weiß ich ja jetzt, an wen ich mich ranhängen muss. Vielleicht sollten Sie versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen. Lassen Sie es nicht so aussehen, als ob ich dahinter stecke. Keine Sorge. Ich weiß schon, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe. Der Abend ging noch länger als gedacht. Ich genoss ihn und hatte das seltsame Bedürfnis, ihn zu wiederholen. Ein Teil von mir wollte sogar noch weitergehen. Doch ich musste mich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Schließlich bin ich nicht der Typ, der was mit verheirateten Frauen anfängt. Karl war also des Pudels Kern. Das wusste ich nun. Allerdings hielt ich es für unklug, ihn gleich schon wieder mit meiner Anwesenheit zu beehren, ohne einen festen Grund dafür zu haben. Er sollte ja keinen Verdacht schöpfen. Ich musste mir also etwas ausdenken. Und weil mir partout nichts einfallen wollte, ging ich erstmal in Ottos Freudenhaus. Also für den Fall, dass ich wirklich nach einem Fremdgänger suchte, war ich bei Otto an der richtigen Adresse. Tag Otto, lange nicht gesehen. Du, hör mal, ich bin dienstlich hier. Ich weiß, bei dir wird Diskretion großgeschrieben, aber vielleicht kannst du mir sagen, ob ein gewisser Herr ab und zu bei dir ein- und ausgeht. Ich wollte Otto gerade das Foto zeigen, als ein Mann zur Tür hereinkam. Er ging einfach an mir vorbei und die Treppe hoch. Entschuldige, Otto, ich bin gleich wieder da. Sie haben vorerst nichts zu befürchten. Sie gehen einfach unauffällig voran und drehen sich bitte nicht um. Okay. Hm. Der Mann, der mir einen Revolver an den Rücken legte, schien vertrauenswürdig. Also leistete ich keinen Widerstand. Er nahm mich mit auf sein Zimmer. Es hatte die Nummer 5. Im Bett da Platz. Na, sowas, Sie kenne ich doch. Schnauze. Sie sind hinter mir her? Sowas mag ich gar nicht. Also, Sie sagen mir jetzt entweder, für wen Sie arbeiten oder wie Sie heißen. Oder Sie sagen mir beides, dann werden wir vielleicht sogar noch Freunde. Interessante Methode, das muss ich Ihnen lassen. Ah, oh.
Sie sollen nicht Süßholz raspeln, Sie sollen antworten. Erste Verwarnung. Nun gut, für wen ich arbeite, wollen Sie zum Beispiel wissen. Das kann ich Ihnen sagen, aber die Antwort wird Ihnen nicht gefallen. Denn wenn man es genau nimmt, arbeite ich für niemanden. Dann sind Sie ein Perverser. Wieso Perverser? Ich weiß es nicht. Erklären Sie es mir. Warum verfolgen Sie mich? Sie sind Heiner Mannstetten, richtig? Zweite Verwarnung. Antworten, nicht fragen. Es war Heiner Mannstetten. Und ich hatte auch das Foto, um es zu beweisen. Zu gern hätte ich gewusst, wie viele Verwarnungen mir noch offen blieben. Aber ich fragte lieber nicht danach. Woher haben Sie das? Es gibt nur einen Abzug, das wissen Sie doch. Der Rotfuchs. Wissen Sie, was das bedeutet? Das wusste ich schon, als ich hier reingekommen bin. Ach ja? Nämlich? Dass Sie der Mann sind, den ich gesucht habe. Na, herzlichen Glückwunsch. Und wissen Sie auch, was das bedeutet? Also, erstmal wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dieses blöde Schießeisen weglegen würden. Ich tue mir ja gar nichts. Und wenn Sie nicht zu Ihrer Frau zurück wollen, dann können wir doch darüber reden. Da wird uns doch was einfallen, oder nicht? Meine Frau? Ja, Ihre Frau, der Rotfuchs, Sonja. Ich glaube, da sind Sie dem größten Irrtum Ihres Lebens aufgesessen. Und wenn das stimmt, dann bedeutet das, dass ich Sie jetzt umlegen muss. Moment mal. Ich weiß doch gar nicht, um was es hier geht. Ich bin Privatdetektiv und soll einen verschwundenen Ehemann suchen. Und das sind Sie. Privatdetektiv? Das ist ja fein. Dann haben Sie bestimmt ein paar interessante Informationen für mich. Ich höre. Also, der Rotfuchs hat Sie nach eigenen Angaben am Sonntag das letzte Mal gesehen. Ist mir bekannt. Weiter. Na gut, Sie haben seit letzter Woche Montag Urlaub. Aber das wissen Sie wahrscheinlich korrekt. Auch selbst. Weiter. Ach, und Ihr Kollege Karl lässt ausrichten, dass die Kombination für sein Fahrradschloss 7935 lautet, für den Fall, dass Sie sein Fahrrad benutzen wollen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gerade Ihr Leben gerettet. Meine Fresse. Und ich dachte schon, ich kann mir die Radieschen von unten ansehen. Was ist denn an diesem Drahtesel so besonders? Es gibt keinen Drahtesel, aber die Kombination ist wichtig. Und Karl würde Sie nie einem Spitzel verraten. Also arbeiten Sie jetzt für uns. Sie sind ja ein flotter Zeisig. Würden Sie mich endlich mal aufklären, was hier gespielt wird? Stahlbau Pellmann, eine anständige deutsche Firma, fertigt Stahlkonstruktionen für große Hallen an. Nach außen ein ganz harmloses Unternehmen, ins Leben gerufen von Egon Pellmann. Was keiner weiß, er handelt mit Waffen. Illegalen Waffen. Die stellt er selber her. Sein neuestes Werk ist eine funkgesteuerte Superrakete. Ihre Zerstörungskraft soll ausreichen, um ganze Metropolen auszulöschen. Das müssen wir verhindern. Ich gehöre zu einer von der Regierung geförderten Spezialeinheit gegen Terrorismus. Karl gehört auch dazu. Vor ein paar Tagen ist es mir gelungen, bei Pellmann einzudringen und den Fernzünder zu sichern. Und seitdem sind seine Gorillas hinter mir her. Und seine Frau. Der Rotfuchs. Mann, in was bin ich da nur reingeraten? Wir müssen die Rakete finden und den Kurs ändern. Aber wo soll sie denn hin? Dorthin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. Ins All. Klingt vernünftig. Und wie wollen Sie die Rakete finden? Das erledigen Sie. Ich? Na, Sie haben doch Kontakte zum Rotfuchs. Hier spricht Privatdetektiv Arnulf Lenzer. Ich befinde mich jetzt vor dem Wohnungseingang vom Rotfuchs. Mir ist etwas mulmig zumute, aber ich pack das schon. Melde mich wieder, sobald ich draußen bin. Ende. Sie überraschen mich. Mit Ihnen habe ich heute gar nicht gerechnet. Darf es etwas zu trinken sein? Nein, danke. Heute nichts. Es überrascht mich selbst ein wenig, wie gut es vorangeht. Ich habe nämlich noch mal mit Karl gesprochen. Der war ja das letzte Mal etwas wortkarg, aber mittlerweile verstehen wir uns doch ganz gut miteinander. Das ist ja fantastisch. Jedenfalls fragte ich ihn,
Was machen Sie denn da? Und? Was hat er darauf geantwortet? Nein, ich meine, was machen Sie da? Ja, was hat er denn nun gesagt? Er sagte, ja, was sagte er? Arno? Ja? Hat es Ihnen wegen mir die Sprache verschlagen oder verheimlichen Sie mir etwas? Wieso soll ich Ihnen denn etwas verheimlichen? Ich weiß nicht. Erklären Sie es mir. Also, ich... Ja? Ich weiß gar nicht, wie... Ach, was soll's. Sie haben mich ertappt. Sie wollen die Wahrheit? Ja. Bitte, Sie kriegen die Wahrheit. Sie haben was gemacht? Es war wie eine Begegnung im Mondenschein, als erleuchtete Luna meine nächtliche Schwärze mit dem Licht der Glückseligkeit. Die Traumtänzer haben Pellmanns Frau gebumst. So bescheuert kann man doch gar nicht sein. Es führte kein Weg dran vorbei. Sie wäre mir beinahe auf die Schliche gekommen. Haben Sie wenigstens was rausfinden können? Allerdings. Nachdem ich nämlich tat, was getan werden musste, waren die Karten neu gemischt. Oh, du liebe Gitano. Ein Temperament haben Sie. Nun ja, wie ich Sie so in Ihrer Vollkommenheit sah, da ist es einfach mit mir durchgegangen. Sie haben mich aber auch regelrecht herausgefordert. Anscheinend hat sich die Suche nach Ihrem Mann wohl damit erledigt. Wieso müssen Sie jetzt sowas sagen? Tja, ich weiß auch nicht wieso. Erklären Sie es mir. Was sollte diese Ausziehnummer von Ihnen? Also gut. Jetzt haben Sie mich ertappt. Zwischen Heiner und mir läuft es seit einiger Zeit nicht mehr so gut. Wir sprachen sogar schon über eine Trennung. Schuld ist seiner Meinung nach nur die Arbeit. Schuld an was? Sie wissen schon. Er bekam, wie gesagt, Minderwertigkeitskomplexe und entfernte sich immer mehr von mir. Er blieb nachts länger weg, traf sich mit seinem Kollegen. Mit Karl. Er sprach von einem Plan, seinen Chef auszurauben, damit er endlich bekomme, was ihm für seine schwere Arbeit in Wirklichkeit zusteht. Er nahm sich 2 Wochen rechtmäßigen Urlaub. Eine zur Vorbereitung. Und eine zur Flucht. Aber es muss etwas schiefgegangen sein. Und weil er Sie in seinen Coup eingeweiht hat, haben Sie sich mitstrafbar gemacht, weshalb Sie auch nicht zur Polizei gegangen sind. So ist es. Lieben Sie ihn? Nein. Auch wenn er mit dem Geld heil zurückgekommen wäre, hätte das unsere Ehe nicht mehr gerettet. Trotzdem hoffe ich, dass ihm nichts zugestoßen ist. Das können Sie doch verstehen, oder? Das verstehe ich. Dann werden Sie ihn weiterhin suchen? Ich werde weiterhin nach ihm suchen. Sagen Sie mir nur, was ich alles über diesen Coup wissen muss, dann werden wir ihn schon finden. Nachdem sie mir ihre neue Geschichte erzählte, liebten wir uns nochmal. Mein Gott, Flenzer, das ist ja nicht zum Aushalten. Und dann gab sie mir dieses. Lageplan von Pellmanns Anlage. Markierter Weg in Kreuz. Das ist Pellmanns Büro, da müssen die Dokumente liegen. Also ganz ehrlich, damit hat sie es uns fast ein wenig zu einfach gemacht, oder? Ja, das ist Absicht, das ist eine Falle. Und wie gehen wir jetzt vor? Einer von uns muss da rein und die Dokumente holen. Das erledige ich. Ja, aber das ist doch Selbstmord. Sie haben selbst gesagt, dass es eine Falle ist und dass Pellmanns Leute hinter Ihnen her sind. Genau deswegen rechnet keiner mit mir. Wenn Sie da reinmarschieren, wird Pellmann Sie finden und foltern. Sie werden entweder plaudern oder sterben. Und in beiden Fällen ist es für die Katz, also muss ich das durchziehen. Und was ist mein Part? Sie kümmern sich um die Rakete. Wenn ich im Besitz der Dokumente bin, gebe ich Ihnen das Wichtige per Funk durch. Sie werden sich dann zur Rakete begeben und sie ins All stoppen. Aber dann brauche ich den Fernzünder. Korrekt. Das ist ein feinjustierbarer Mittelwellensender.
Exakt dosierbar aufs halbe Kilohertz genau an diesem Regler. Wenn die Frequenz stimmt, brauchen Sie nur noch auf diesen Knopf hier drücken. Und damit schicken Sie die Rakete nach oben. Haben wir denn die Frequenz? Ja, dank Ihnen. Oder vielmehr dank Karl. Die Fahrradschlosskombination. Legen wir los. Rakete 4, Heiner Mahnstedt, ich habe sie, die Dokumente. Die Rakete steckt im Kühlturm im alten Kohlenkraftwerk. Sie hat im Innern einen Sicherungskasten. Die zweite Sicherung von rechts muss raus. Dann ist der Autopilot ausgeschaltet und sie fliegt senkrecht ins All. Flenser. Jetzt sind Sie dran. Mahnstedtenende. Hallo Sonja. So sieht man sich wieder. Schade, dass es das letzte Mal ist. Als ich mich auf den Weg zum Kohlekraftwerk machte, ging mir einiges durch den Kopf. Ich konnte mir noch nicht ganz vorstellen, dort eine gefährliche Superrakete zu finden. Ich vertraute den Aussagen eines Mannes, den ich erst flüchtig kennengelernt hatte, und arbeitete gegen die Frau, die mir einen bezahlten Auftrag brachte. Bei der Kriminalpolizei hätte man mich dafür wahrscheinlich suspendiert. Aber es gab keinen Vorgesetzten mehr, der mich hätte suspendieren können. Es gab nur die Möglichkeit, eine Massenvernichtungswaffe unschädlich zu machen. Und deshalb folgte ich meiner Stimme im Kopf, die da sagte: Zieh das durch. Hallo, hallo? Hier spricht Arno Flenzer. Ich stehe jetzt hier vor der Rakete. Das Teil sieht gewaltig aus. Merkwürdigerweise habe ich noch gar keine Wachleute gesehen. Ich werde trotzdem auf der Hut sein. Ende. Zweite Sicherung von rechts. Hier. So, und jetzt nichts wie weg. Hey, was soll denn das? Lass mich hier raus! Oh!
Oh, Arno, es ist wirklich ein Jammer, dass unsere Bekanntschaft so enden muss. Aber Sie waren leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Sonja? Das müssen Sie gerade sagen. Der Fernzünder für die Rakete ist hier drin bei mir. Da ist er doch erst einmal sicher. Und wenn ich jetzt einfach wegfliege? Arno, wir wissen beide, dass Sie das nicht tun werden. Was soll ich denn sonst machen? Neben komme ich doch hier sowieso nicht mehr raus. Dann fliegen Sie doch. Ich kann nicht. Na, sehen Sie. Weil ich Sie liebe, Sonja. Ich will diese Erde nicht so verlassen. Die Zeit, die ich mit Ihnen verbracht habe, die war mir die allerschönste. Und ich glaube nicht, dass Sie das nicht ähnlich empfinden. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich unseren letzten Abend auch sehr genossen. Danke, Sonja. Das bedeutet mir sehr viel. Sonja? Ja, Arno? Gestatten Sie mir noch einen letzten Wunsch? Ich höre. Bevor ich nicht mehr sein werde, würde ich Ihnen gern noch einen Abschiedskuss geben. In Ordnung. Ich öffne die Tür und Sie kommen langsam heraus, ja? Zeig ihr